Eben, das sieht alles sehr sackgassig aus, oder? Ja. Oh Gott, dann also nochmal in die andere Richtung zurück. Ich hoffe, mich erwartet was Schönes. Lara bis zur Kante vor. Und dann nimm Anlauf. Und dann spring rüber. Und dann... Da unten hängt nichts. So, was könnte der Stein denn jetzt kaputt gemacht haben auf seinem Weg nach unten? Ach ja, Lara, 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 Lara. Ist wunderbar. Also da hinten liegt der Stein, der reichlich wenig kaputt gemacht hat. Das muss ich ihm ja schon mal sagen. Also andere Steine sind... Ich habe ein Secret gefunden. Und wo? Weiß nicht, ich bin dem Gang gefolgt. Welchem Gang? Bei den Messern, da war unten so ein Gang, wo man reinkrabbeln konnte. Echt? Ja, an der Seite. Ich sehe hier keinen Gang. Bei den Messern? Ja. Wo bei den Messern? Da an der Seite. Ich sehe hier keinen Gang. Lara, wir sprinten darüber. Und dann erschießen wir es. Ich glaube, dafür habe ich jetzt den Speicherpunkt, den Heilpunkt bekommen. Wo ist hier denn ein Gang? So einer, wo du reinkriechen kannst. Ja, ich sehe keinen! Bodennähe an der Decke! Ja, in Bodennähe. Ja, du kannst auch an der Deckengänge reinkriechen. Aber nicht an den Messern. Also, ich hab in den Messern gestanden, bin da reingekrabbelt. Ich sehe hier beim besten Willen keinen Gang. Sekunde, ich krabbel noch einmal zurück. Dann kann ich dir vielleicht erklären. Also, ich bin tot. Das tut mir leid. Also, ich sehe die Messer, die da so schlack, schlack, schlack machen. Nee, nicht die. Die unten aus dem Boden ragen. Das sind doch keine Messer, das sind Stacheln. Dann sind Und sie wie komme ich Stacheln. Da runter, ohne mich zu verletzen? Hä? Und wie soll ich da runterkommen, ohne mich zu verletzen? Du kannst an der Seite darunter dich gleiten lassen. Nee, da falle ich auch rein und bin tot. Welche Messer meinst du? Diese Stacheln, die unten aus dem Boden ragen. Unten in dem Loch? Ja. Und wie soll ich mich da... Ach so, auf der anderen Seite geht's bestimmt. Da tue ich mir zwar auch bei weh, wenn sie dann da reinrutscht, aber gut. Es ist ein bringt mich nicht um weh. Ja, Geheimnismusik. Ah, Schlange! Du gehst da so ganz ruhig durch. Ich dachte, hier sind keine Gegner. Schlange, würdest du bitte anfangen, mich anzugreifen, damit ich dich töten kann? Sag mal, du kannst mich nie im Leben getroffen haben! Es ist eine Zauberschlange. Die hat in diesem Loch überlebt und ist da so groß und fett geworden. Ich kann die gar nicht sehen von da, wo ich stehe. Schieß nur auf sie und sie vergiftet mich. Klar. Okay, speichern wir das, was wir gar nicht gefunden haben und an den Speicherpunkt stehen. Nein, Lara, speichern. Diese Seite. Nicht immer hin und her blättern. Richtig. Gut, gucken wir, was uns weiter erwartet. Ich meine, wir kommen ja hier wenigstens irgendwie wieder raus. Die Frage ist nur, wo wollen wir hin? I do not know. Alles voller Fallen. Fallen, Fallen, Fallen. Der Weg ist furchtbar schwer.
Weißt du was, Sarah? Wir springen unten ins Wasser. Wir springen so halbwegs schief, dann werden wir von keinem Stein mehr erschlagen und wir springen nicht in die Giftpfeile rein. Ne? Klingt das nach einem Plan? Das ist ein guter Plan. Aber mit der Lara Croft ist alles halb so schwer. Hi, lalalala. Wo kommt dieser Fels hergerollt? Welcher Fels? Der da unten im Boden liegt. Das war der, der oben bei den Fallen losgerollt ist vielleicht? Ah, das macht Sinn. Lara, weißt du was? Wir klettern einfach nochmal hoch. Vielleicht finden wir unterwegs was. Ich wollte gerade sagen, für kreative Anregungen bin ich offen. Hüp. So war brav, Lara. Jip, dreh dich um. Dreh dich. Ja, so ist brav. Und Ali, hopp. Ich höre bei dir die Fallen. Ja, ich höre jede Menge Fallen. Und die Frage, wo komme ich? Ach, Lara! Lara, du kannst dich doch wohl bitte auch im Sprung an Sachen festhalten. Es können ja irgendwie schlecht alles die Messer oben sein. Obwohl. Ich denke hier wieder in normalen Maßstäben. Ich muss in Frau Croft Maßstäben denken. Ja, musst du. Immerhin kann ich, wenn ich über den Pfeil drüber schwimme, nicht von ihm getroffen werden. Ja, das ist logisch. Das ist wenigstens mal was Logisches, Frau Croft. Lara, und jetzt wollen wir da nochmal hoch. Kann das denn so schwer sein? Eigentlich nicht. Ich meine, du bist doch gut trainiert, hast alles eigentlich voll im Griff. Lara! Solange ich die Tasten los nicht loslasse, denn wenn ich loslasse, lässt du auch los. Ist mir klar. Ach, guck mal, man kann sich... Ah, verdammt! Ah, an der Leiter festhalten. So, das war jetzt dieser Moment, ich brauche alle beiden Hände, die ich habe, um diese Aktion auszuführen, und dann juckt mir die Nase. Natürlich, genau dann. Irgendwann sollte sie auch sonst jucken. Och, Lara. Das hat vorhin so gut geklappt, da konntest du dich an der Leiter festhalten. Ach, macht sie das Spielchen auch gerade bei dir? Ja. Dann gehen wir eben vorsichtig bis zur Kante. Einen Schritt zurück und machen das Ganze nochmal. So ist brav, Lara. Ach, Lara, hör doch auf zu trippeln, du dumme Pute. Lara, diesen Sprung haben wir gerade schon nicht sonderlich gut geschafft. Schaffen wir den jetzt? Lara, trippeln war nicht im Programm vorgesehen. Aber trippeln macht so viel Spaß. Okay, fangen wir an, komisch rumzumogeln. Lara, diesmal hat der Sprung auf Anhieb geklappt. Was ist schiefgegangen? Diesmal wissen wir, wie er geht. So, ich nutze jetzt die unterschiedlichen Steuerungsmodi bei meinem Joystick, damit Lara aufhört zu trippeln. Du hast unterschiedliche Steuerungsmodi. Ja, ich kann die sozusagen Home-Taste des PS3-Controllers, der das hier eigentlich ist, drücken. Und dann kann ich Lara entweder mit dem linken Steuerknüppel bewegen oder mit den Tasten, also Pfeiltasten. Okay. Und wenn ich sie mit den Pfeiltasten drücke, trippelt sie. Okay, ich bin wieder in dem Raum, wo gerade die Falle war. Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Ich bin auch dort. Gut, dann sind wir jetzt wieder da, wo der Speicherpunkt war. So ungefähr. Und ich glaube, das ist der perfekte Moment, um dir mal tatsächlich offiziell zu erlauben, für uns beide ins Lösungsbuch zu gucken. Sekunde, ich muss noch rüber zum Speicherpunkt krabbeln. Krabbeln? Ja, ich krabbel unter den Fallen durch. Das bringt nicht, da haben die mich weiter schnetzelt.
komisch, beim ersten Mal hat es besser geklappt. Weil ich glaube, das ist tatsächlich. Weil ich glaube, das ist tatsächlich der erste Moment, wo wir so richtig auf dem Schlauch stehen. Sekunde, ich muss nochmal dahin krabbeln. Lara, da, Schlange. Ich hab gesagt, die sollst du mitnehmen. Gib eine schöne Handtasche. Oder ein paar Handschuhe oder ein paar Stiefel. Ist mir eigentlich egal, was du dir daraus machst. Nur pack es ein. Dein Rucksack ist groß genug, der packt das. Dann, wenn es egal ist, soll sie sich eine Mütze draus machen. Oder eine Mütze. Kann sie alles machen. Schlange ist groß genug dafür. Wenn nicht, wir finden noch ein paar. Eben, wir haben hier so ein paar schon davon erschossen. Allerdings darf sie das nicht offiziell machen lassen. Ja. Sondern sollte das eher... Ich bitte sag's mal so, unter der linken kannst du durchkrabbeln. Nein, Lara, nicht die Fackel. Denn die ist höher angesetzt als die rechte. Klar. Auf jeden Fall, hast du gerade gesagt, Lara darf das nicht offiziell machen lassen? Du redest von einer Frau, die einen ausgestopften T-Rex-Kopf in ihrem Trophäenzimmer hat. Ja, hast recht. Sie sollte das passende Personal an der Hand haben. So, also, ich stehe jetzt auch da, wo sich hier das Ganze mal der Speicherkristall gefunden hat. Richtig. Ich gucke ins Lösungsbuch. Also. Ja, wir sind wieder ganz furchtbare Schummler, die ins Lösungsbuch gucken. Aber ganz ehrlich, wir wollen ja auch hier nicht alle für alle Ewigkeit hier sitzen. Richtig. Also, springen Sie in den Gang und laufen Sie schnell im Raum nach rechts, um der Kugel auszuweichen. Kriechen Sie unter den Funken und den Messern durch. Links liegt ein Medipack. Ja, ja, soweit richtig. Hä? Ja. Ja, nee, ist klar. Lassen Sie sich vorsichtig in den Graben hinab. Achten Sie auf die Stacheln und kriechen Sie in den Gang. Ja, hatten wir auch schon so weit getan. Töten Sie die Schlange und nehmen Sie den Kristall und die Munitionsclips auf. Ja, haben wir auch schon so weit getan. Ich hatte keine Munitionsclips. Ich muss da nochmal hin. Egal, was gibt's sonst noch dazu zu berichten? Lassen Sie sich ins Wasser fallen und gehen Sie erneut zur Stachelgrube. Springen Sie diesmal hinüber und nehmen Sie den Kristall. Ja. Verschieben Sie den Block rechts hinten einmal. Ach, den! Vor dem habe ich doch schon vorgestanden, Lara. Warum hast du ihn gerade nicht gegriffen? Ich habe ihn einmal verschoben. Das bringt zwar auch noch nicht sehr viel, aber wenigstens. Verschieben Sie den Block rechts hinten einmal. Verschieben Sie anschließend den Block auf der rechten Seite frei wird. So lange, bis Sie hinten in einen Raum gelangen. Ah, ich sehe, was es meint. Interessant. Also da die Sachen bei mir alle ziemlich gleich aussahen. Ja, bin ich da auch nicht so unbedingt drauf gekommen. Okay, ich stehe in diesem neuen Raum. Gut. Was mir jetzt furchtbar leid tut für alle, ich will noch mal unten zur Munition. Ich habe die nämlich nicht gesehen. Ja, die liegt so ziemlich genau hinter der Schlange. Ja, es soll da zwei Packen Munition geben. Es soll da zwei Packen Munition geben. Also laut dem Lösungsbuchbild habe ich zwei erkannt. Ich speichere schon mal vorsichtshalber, dass ich in diesem Raum bin. Ich speichere, dass ich mal schon den Block verschoben habe. Jetzt gucke ich mal, ob ich da auch noch einen zweiten Pack befinde. Lara, wenn du dich im geduckten Zustand drehen würdest, das wäre toll. Lara, du kannst hier wieder laufen. Und Lara, die Schlange. Und jetzt krabbeln wir wieder. Und jetzt stehen wir wieder. Und die Schlange ist immer noch tot. Und ja, rechts und links neben dem Block, wo der Speicherkristall sich befand. Ah ja.
Ich hasse Uzi-Munition. Die verschwindet quasi in jedem Boden in der Textur. Ja. Oh. Hervorragend. Okay, gehen wir wieder schwimmen. Genau. Whee! Lara, bitte überlebt das. Danke. Und ihr seht uns heute zum dritten Mal hier raufklettern. Ach, erst? Ich glaube, ich bin hier schon öfter raufgeklettert. Naja, wir haben es dreimal geschafft oder so. Also zweimal bislang. Offiziell. Wie war das? Schneidest du irgendwas zusammen und raus oder beschleunigst du irgendwas? Solange ich keinen Mist erzähle, der unbedingt gehört werden muss. Richtig, manchmal beschleunige ich, aber ich glaube, das ist in der Historie von Tomb Raider parallel. Soweit ich weiß, erst einmal vorgekommen. Was haben wir denn da angestellt? War das, das die lange Suche nach dem Nitro? Nein. Nein, die ergibt Folgen über Folgen. Was uns furchtbar leid tut. Das ist nicht unsere Schuld, das ist die Schuld des Spiels. Es tut uns trotzdem furchtbar leid, dass wir so dumm und unfähig sind. Oh, Clara! Hör auf, gegen Wände zu springen! Nein, auf jeden Fall, was die Beschleunigung ergab, das war dein Kampf gegen den gerittenen Bronzeritter. Ah, ja. I do remember. Und anschließend hast du einen Remix veranstaltet. Ach, Lara. Klar habe ich anschließend einen Remix veranstaltet. Verdammt, jetzt muss ich den wirklich machen. Lara, wo kommen wir wieder raus? Oh, Lara, ich sollte aufhören, ins Wasser zu fallen. Ich gebe dir... Lara? Weißt du was? Wir speichern jetzt wieder jeden Sprung, Lara. Lara hat gerade Librarian gespielt. Sie war in der Ecke und kam nicht mehr raus. Wow. Und das Ganze ohne Librarian. Wow. Lara wird noch mal was, wenn sie groß ist. Ja, ich sehe schon. Also ich bin immer noch bei der ersten Leiter beschäftigt auf dem Weg nach oben. Lara fällt gerade grundsätzlich ins Wasser, weil sie trippelt oder weil sie gegen Wände springt. Oder weil ich zu dumm bin, eine Taste zu drücken. Das gibt's alles. Lara, das hast du fein gemacht. Jetzt zieh dich die Leiter da hoch, damit wir zu unserem Schicksalssprung kommen. Lara, ich glaube, nach links drücken ist nicht rückwärts gehen. Ja, das weißt du bloß noch nicht. Rückwärts ist das neue links. Natürlich. Sie merken, meine Damen und Herren, bei uns lernt man täglich neue Dinge. Wenn wir jetzt hier nicht wieder runterfallen. Du solltest erst anlaufen und dann. Ich hoffe, du stehst jetzt da oben. Okay, ich bin bei der zweiten Leiter inzwischen angekommen. Ich bin bei meinem Schicksalssprung. Ist das der nach der zweiten Leiter? Ich glaube ja. Das ist der vor der Schlange. Zur Schlange hin oder davor? Davor. Lara. Da bin ich jetzt auch. Da bin ich jetzt auch. Und das speichern wir vorher. Ich habe keinen Bock, den schon wieder hochzutrabbeln. Lara, wir sind unfähig. Und das wissen wir beide. Aber mach trotzdem das Beste draus. Hey, Lara, das hat geklappt. Cool. Lara, das hat geklappt. Ist ja wunderbar. Das speichern wir. Nein. Erst da drauf, dann ein nach links, dann sichern. So, wir sind bei der Totenschlange. Wir arbeiten dran. Lara, und wir schnibbeln diese Schlange schon zum wiederholten Male auseinander. Also und jetzt bist du getrippelt, Lara. Ich wusste es doch. Bist du noch da? Ich bin noch da. Weil ich gerade so schrecklich wenig höre. Ich bin halbwegs konzentriert, aber eigentlich versuche ich die ganze Zeit dummes Zeug zu erzählen. Nein, nicht nur du warst weg. Auch mein gesamter Spielsound war gerade kurzfristig weg. Da bin ich aber nicht dran schuld. Also ich konnte dich noch hören, aber das Spiel nicht mehr. What? Richtig, das habe ich mir auch gedacht. Als du dann antwortest. Ich im Pausemenü oder beim Speichern, dann da ist keine Musik. Nee, ich war so mitten im Spiel und plötzlich hörte ich dich reden, aber das Spiel nicht mehr. Aber jetzt ist wieder alles da. Ah, kletter da um die Ecke.
Also krabbel da um die Ecke, weil klettern tust du ja gerade nicht. Ah, Lara! Du hast dich so gut gemacht. So, und jetzt. Rückwärts, Anlauf nehmen, alle hüpp. Speichern. So, unter welcher kann ich hier krabbeln? Unter der da? Unter der linken. Ja. So, ich verkleb mal eben den Klebestreifen in meinem Lösungsbuch. Ja. Damit ich das Lösungsbuch auch wieder ordentlich zuklappen kann. Gut, gut, gut. Gut, und ich stehe jetzt offiziell mit beiden Sachen Munition in dem neuen Raum. Gut. Jotamate. Ich auch, glaube ich. Du auch. Oh, ich sehe einen Felsbrocken und der missfällt mir. Felsbrocken? Ich sehe keinen Felsbrocken. Ich sehe sogar zwei Felsbrocken. Oh Gott, ich sehe zwei Felsbrocken. Bereit für eine Runde Rennen? Muss. Sekunde. Okay, dann los, 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 los. Okay, ich bin schon losgegangen. Tut mir leid. Ist in Ordnung. Ich versuche mir die beste Ausgangsposition zu suchen. Also ich hab's überlebt. Ich nicht. Ich bin auch volle Möhre mit dem Sprint quasi. Nein, nicht sprinten. Da kommt ein Loch. Ein Loch im Boot, wo du drüber springen solltest. Ich bin erst gesprintet, hab's dann aber abgebrochen mittendrin. Hier siehst du, das ist dieses. Ich sollte die eine Hand loslassen, um dann mit der einen Hand wieder die andere Taste zu suchen. Okay, jetzt gehen wir ganz clever hier runter spielen. Nee, da will ich glaube ich gar nicht sein. Das laden wir nochmal. Hä? Okay, Lara, wir machen nochmal die Steinaktion. Lara, nachdem wir die Steine jetzt gerade überlebt haben, speichern wir das. Ja, das speichern wir ganz dringend, weil jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Also das ist gerade die Stelle, die mich verwirrt. Lara, schieß mal. Ja, hier ist nichts. Das ist wunderbar. Lara? Oh, cool. Wasser. Ich hoffe, wir können uns da reinfallen lassen, Lara. Und dann sag mir bitte, wenn du dich reingefallen lassen hast, ob ich dumm bin oder ob wir da schon waren und da überhaupt nicht weiterkommen. Ja, Sekunde. Ja, wir waren hier schon einmal. Richtig, das ist doch nur der Weg wieder nach unten. Dementsprechend habe ich wieder den Speicherpunkt oben geladen. Ich guck doch mal ins Lösungsbuch, ist das in Ordnung? Na, ich guck mich gerade noch mal oben um. Ob wir die Steine von irgendwas Wichtigem abgelenkt haben. Hm. Wir können jetzt nicht für alles das Lösungsbuch sofort bemühen. Da muss irgendwas Wichtiges sein. Sonst wären wir ja nicht hier. Okay, ich könnte auch tot sein. Das ist natürlich auch eine Alternative. Du könntest auch tot sein, ja. Das Spiel will mir doch bestimmt irgendwas hier mit sagen. So, guck dich mal hier um. Lara, hier sind zwei hübsche Felsbrocken. Was sagen die uns denn, abgesehen davon, dass der eine offensichtlich höher rumschwebt als der andere? Wieso komme ich wieder tatsächlich nur in den Raum, aus dem wir gerade kommen? Lara, steck die Waffen weg, renn rüber. Aber du hüpp. Ich meine, im schlimmsten Fall, was kann passieren? Wir sterben. Richtig. Das ist hier das Worst-Case-Szenario. Das ist gerade eingetreten. Ich kann endlos lange rutschen. Richtig, weil du hinterm Steinblock festhängst.
Und wenn ich dann springe, sterbe ich. Richtig! Wir entdecken hier Sachen. Die Forever and Ever Rutsche. Lara, das solltest du nicht schon wieder machen. Das war richtig dumm. Ich gewinne den Todesseher, wenn ich so weitermache. Du da. Ach, sei dir mal nicht zu sicher. Schalalalalala, du da, du da, du, wuhu. Batsch. Lara, jetzt bist du wieder tot. Lara, hörst du das? Es wird Konkurrenz gemacht. Naja, im Endeffekt ist es Lara stirbt oder Lara stirbt. Also Lara stirbt immer dementsprechend. Ach ja, Lara, du bist tot. Ich merke, wovon sie da redet. Ah, ich muss mal eben meinem Fächer wieder Laptop zufächeln. Meinem Laptop wieder Luft zufächeln. Tu das, ich hab keine Ahnung, wo wir hin sollen. Da bist du nicht alleine. Na 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 na, Lara. Lara, in die Bibliothek, Lara! Es gibt viele Bibliotheken, aber nur eine ist die geheime Bibliothek von Alexandria, Lara! Begleitet Lara Croft, wie sie in der geheimen Bibliothek von Alexandria. Ja, genau so sehe ich das auch. Lara, bist du dumm? Bestimmt. Das ist die Lösung. Lara ist dumm. Nein, das hilft uns nicht weiter. Richtig, das hilft uns nicht weiter. Aber wieso kann ich den Block denn jetzt nochmal hier verschieben? Welchen Block kannst du nochmal verschieben? Ich habe hier irgendwo einen komischen Block, den konnte ich gerade verschieben. Du hast irgend so einen komischen Block, den konntest du gerade verschieben. Ja, also, du kommst da rein und... Ja. Warte. Erstmal eben gucken, dass ich nichts Falsches erzähle. Nein, Lara, das ist nicht dieser Block hier. Die Richtung wollten wir... So, eben gucken. Also, du kommst von dem Speicherpunkt aus. Ja. Hast den Block hinten in der Ecke verschoben. Ja. Einen nach hinten. Hast dann den Block rechts von dir bis ganz nach hinten durchgeschoben. Ja. Und du hast da einmal so grauen Boden und einmal so braun. Ich sehe, was du meinst. Bevor wir in den Raum reinkommen. Ja, da kann man einen Block noch weiter nach hinten verschieben. Ich sehe, was du meinst. Aber nur einmal. Lara, könntest du bitte was anderes zeigen als die Felswand? Warte. Wir können noch mehr Blöcke verschieben. Ja, ich probiere es gerade aus. Kann ich den hier zum Beispiel nicht verschieben? Okay, das wäre äußerst wünschenswert gewesen, den verschieben zu können. Doch, kann ich. Komm, schieb den nach hinten, Lara. Wir haben ja gleich eine große Fläche frei. Gut, den kannst du nicht nach hinten verschieben. Lara, kannst du diesen Block ziehen? Oh Gott, jetzt wird's verwirrend. Den... So, dann kann ich den vermutlich hier wegschieben. Dann schieben wir den. No. Was? Da hat sich gerade der Boden bewegt. Ich habe einen Hebel gefunden. Ich noch nicht. Toll, ich habe Wasser gemacht. Ich bin stolz. Wo hast du einen Hebel gefunden? Hinter den ganzen verschiebbaren Blöcken. Dann habe ich noch nicht alle Blöcke verschoben. Vermute ich mal. Wahrscheinlich. So, wenn ich den gerade schon bewegt habe, kann ich ja jetzt einen Block davor schieben. Genau, Lara. Sag ich auch immer. Aha.
Das ist schön, jetzt haben wir den wieder rausgezogen. Den kann man bestimmt in irgendeine Richtung verschieben, aber... Sarah! Lara, pass auf. Wenn du nicht lieb bist, dann, verschiebe ich alle Blöcke wieder dahin, wo sie herkamen. Ich meine, ich könnte versuchen, dich zu dem Hebel zu lotsen, wenn wir ein Benennungssystem für die Blöcke hätten. Alpha, Agneta, Hunibert. Schlechtes Benennungssystem. Schlechtes Benennungssystem. So. Also, es ist wie folgt. Ja. Ich habe auf dem grauen Boden, auf dem braunen Boden den zweiten Block verschoben. Den zweiten Block. Aus welcher Richtung kommend? Also, ich gucke auf den Block, den wir verschoben haben, um zu den beiden Felsbrocken zu kommen. Richtig. Dann habe ich die erste braune Einheit. Du kennst ja inzwischen mein Einheitensystem, da hast du es ja verstanden. Ja. Du hast die erste braune Einheit verschoben. Nee, die kann ich gerade nicht verschieben. Obwohl, warte, ich habe hier nochmal irgendwann irgendeinen Block rübergezogen. Also, Block, du kommst. Der Hebel ist entsprechend... Oh Gott, das ist für mich auch wieder kompliziert. Ich will mal kurz den Hebel suchen, nochmal, um dir klarzustellen. Also ich habe den ersten Block verschoben, ich habe den zweiten Block verschoben. Ich habe dann die Einheit verschoben. Die dritte Einheit verschiebst du aber nicht nach hinten. Dadurch, dass du den ersten und zweiten verschoben hast, hast du ja einen Bereich, in den du den auch reinziehen kannst. Ja, das habe ich mit dem dritten, mit dem vierten gemacht. Nehmen wir das lieber mit dem dritten. Ja, mache ich. Weil hinter dem dritten ist der Hebel. Gut. Dann schiebe ich den vierten wieder zurück. Guter Plan. Und ich gehe mal gucken, was sich da jetzt tut, wo der Hebel was bewirkt hat. Ah, du dort. Ich komme ja irgendwann nach. Gut geschrien, Lara. So. So, Lara. Setz dich auf den Boden, aber Hauptsache, du ziehst diesen Block raus. Eben, Lara, zurück auf den Boden der Tatsachen. Ah, super, Lara. Du bist im Flüchten aus diesem Raum vergiftet worden. Lara? Ich bin mir sehr sicher, das ist der dritte allerdings. Lara! Da ist kein Hebel! Richtig. Denn jetzt musst du den Block, der hinter dem dritten war, zu dir hinziehen oder sowas. Also da hinter dem Block, der dahinter ist, ist der oder so. Das ist total kompliziert. Wie soll ich den denn zu mir hinziehen? Ach so. Das heißt, ich ziehe den vierten jetzt quasi... Ja, das macht keinen Sinn. So komme ich da nicht wieder rein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Lara, den schiebst du da brav wieder rein? Sekunde, ich lade das gleich, sobald ich diesen Schlüssel aufgehoben habe und gleich speichern kann. So, und... Ach, Lara. Dann schieben wir den weiter durch, Lara. So, ich lade jetzt noch mal quasi alles auf Ausgang. Sekunde, ich glaube, das tue ich auch. Nein, das ist nicht alles auf Ausgang, Lara. Das ist schon die Lösung. Die wollte ich jetzt gerade gar nicht. Lara, das ist schön, dass wir hier stehen. Pack dir deine Waffe, spring wieder darüber. Pack die Waffen ein. So, also, Sekunde. Ich stehe nochmal hin.
Ist jetzt alles wieder so, wie es sein sollte? Am Anfang? Ja, jetzt sieht ja alles aus, als wäre ich ja gerade jetzt reingekommen. So, wir nehmen Einheit 1 und drücken sie in die Wand. Ja, Sekunde. Schieb, Lara! Schieb, 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 schieb! Einheit 1 ist die, die quasi an dem braunen Feld steht, das an das Graue des neuen Raumes angrenzt. Richtig. Gut. Daneben ist Einheit 2, auch die drücken wir in die Wand. Ja, mach ich. Dann drehen wir uns 90 Grad nach links, nehmen Einheit 3 und ziehen sie auf Position von ehemals Einheit 2. Gut. Lara, jetzt gehen wir wieder zum Gang. Genau, wenn wir sie auf der Stehen wir auf der leeren Position von Einheit 3. Richtig, und drücken Einheit 3, die jetzt auf Einheit 2 steht, auf Einheit 1. Ja. Lara, schieb, 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 schieb. Dadurch haben wir jetzt Einheit 2 wieder frei gemacht. Oh, Einheit 2 haben wir frei gemacht. Gut. Und ziehen Einheit 2, die jetzt. Wieder raus. Wieder raus und dahinter müsste jetzt der Hebel sein. Ich habe bei Einheit 4 gesucht. Ja, da ist der Hebel. Ich habe auch mich natürlich dumm ausgedrückt. Ich dachte, er wäre auf Einheit 3, aber er ist natürlich auf Einheit 2. 2. Jetzt haben wir Wasser da, wo der Affe rausgesprungen ist. Richtig, was überhaupt keinen Sinn macht, warum uns das helfen sollte. Aber es hilft uns tatsächlich. Ich weiß nur noch nicht. So, wo muss ich denn dann jetzt hin? Jetzt springst du in das Loch zu dem Wasser, das wir vorhin schon mal gefunden hatten. Da, wo die Steine rumgerollt sind. Genau, schwimmst zurück. Sekunde. Ich speichere vor allem erstmal, dass ich die Kisten verschoben habe. Guter Plan. Denn ich kenne meine Fähigkeiten doch. Ich lande jetzt gleich bei meinem Talent wieder. Nein, ich hab's geschafft, nicht in die Stacheln zu fallen. Das ist quasi ein Applaus. Jetzt habe ich es geschafft, in die Stacheln zu fallen. Das, ich nehme den Applaus zurück. Was denn? Ich hab das vorhin als ein bisschen anders angeguckt. Lara, lad das nochmal. Ich würde so gerne da runter. Lara, das war gut, dass du da nicht reingerannt bist. Ich bin sowas von stolz auf dich. Und jetzt gucken wir, wo wir hier runterfallen wollen, tun sollten. Ja, das ist die richtige Seite. Also ich habe jetzt zwei Schlüssel des Ganesha. Ja, das ist richtig. Echt? Ach, Mensch, 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 Mensch. Jetzt hat mich das blöde Teil vergiftet. Ja, mich auch, das ist kein Problem. Kleines Medipack und gut ist es. Wo müssen wir jetzt, wo muss ich jetzt hin? Du bist in dem Raum wieder mit den Flammenwerfern. Nee. Dann musstest du in die andere Richtung schwimmen. Ja, ich bin in dem Raum mit den Flammenwerfern. Dann kletterst du jetzt natürlich auf der anderen Seite aus dem Wasser raus. Ja, ja, das macht Sinn. Und habe dann den Raum gefunden, den wir gerade verändert haben. Genau. Und da hüpfe ich jetzt wieder ins Wasser? Richtig. Und fragt mich nicht wie, aber auf magische Weise ist in dem Wasser jetzt ein Hebel erschienen, den Lara nur im Wasser ziehen kann. Ja. Ich sehe den Hebel. Lara, wir wollten da hinschwimmen. Wir wollten dahin tauchen. Denn im Schwimmen bist du ja langsam wie sonst was. Lara, was hat dich denn jetzt schon wieder gestochen? Gestochen? Ich bin schon wieder vergiftet. Interessant. Das ist mir bisher noch nicht passiert. Lara, schwimm, 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 schwimm. So, hier hängen wir gut und dann nimmst du halt jetzt das nächste Medipack. In der Hoffnung, dass wir nicht schon wieder vergiftet werden. Lara, nimmst du bitte den Schlüssel mit?
ist, haben wir zwei tolle Schlüssel, von denen ich nicht weiß, wo ich damit hin soll.